Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Witcher 3 mit Geralt. Geralt, wo willst du hin? So, nein. Wir sind auf dem Weg nach Mittelhain, weil es gibt da noch einen Hexerquest der Stufe 10, wo wir Hanna aus den Wäldern erlegen sollen, kennenlernen sollen, Liebe machen sollen. Ich bin mir noch nicht so sicher. Wir sollen mit den Dorfältesten erstmal reden, weil die brauchen einfach gerade einen Hexer. Und dann können wir uns auch direkt mal um sowas kümmern. Wir haben ja irgendwann jetzt ein wenig die Hauptquest verlassen, um diese Sachen zu erledigen. Vor allem, weil es auch guten Loot dabei gibt. Manchmal ist man echt mit Geralt einfach nur zu fett. Es ist immer Hammer, wenn man ins Spiel kommt. Und man guckt einfach erstmal so die Umgebung und denkt so, boah, geil. Gott sei Dank bist du noch nicht zu alt dafür. Bin ich doof? Plünderer? Komm, du brauchst voll lange zum Plündern. Komm, wie schnell ich die Kisten leer mache. Da musst du doch nicht hier rumlungern. So, und jetzt suche ich mal wirklich den Eingang. Ach, hier. So einfach ist das. Bist du der Dorfälteste? Überhaupt nicht. Wo ist denn deine ganze Kohle? Nirgendwo gerade. Sei gegrüßt. Was willst du? Ich bin wegen des Auftrags hier. Die Bekanntmachung wegen Hanna aus den Wäldern, die hast du ausgehängt, nicht? Oh ja, das war ich. Würdest du das machen? Du bist ein Hexer, nicht? Wie aus dem Bilderbuch meiner Oma. Das Monstrum, als da ist eine Beschreibung des Hexers. Ich erinnere mich noch genau daran. Wir fürchten sie. Aber was bedeutet Hanna aus den Wäldern dir? Erstmal reden wir über meine Belohnung. Sprechen wir über die Belohnung. Ja, also wie viel verlangst du? Ich muss gerade hier Akrobatik machen mit meinen Händen. Oh nein, so nicht. Das ist zu teuer. Ich mach umsonst. Meinetwegen, wie du willst. Ich kümmere mich darum. Weißt du, ob jemand Hanna aus den Wäldern gesehen hat und mir mehr über sie erzählen kann? Der alte Willem wohl. Aber der wird dir nichts sagen. Sein Herz war schwach. Wir haben ihn heute Morgen auf den Feldern gefunden. Andere Leute trauen sich nachts gar nicht erst raus. Aber du könntest es bei Agneta versuchen. Die wohnt am Ende des Dorfs. Angeblich hat sie die Erscheinung gesehen. Und ihr ist nichts passiert? Sie wurde nicht verletzt? Agneta? Die hat schon drei Ehemänner überlebt. Hanna aus den Wäldern wird ihr nichts anhaben. Genau. Weil es ja üblich ist, seine Frauen hier im Dorf zu schlagen. Lass es bleiben. Der kommt schon von allein. Hä? Willst du dich mit mir prügeln? Werd dir schon zeigen, was du davon hast. Die Erscheinung, die das Dorf plagt. Angeblich kannst du mir mehr darüber sagen. Oh ja, ich hab sie gesehen, Hanna aus den Wäldern. Mit eigenen Augen. Wie ich dich jetzt sehe, Hexer. Wie hat sie ausgesehen? Möglichst ausführlich, bitte. Um die Wahrheit zu sagen, ich hab sie nicht sehr deutlich gesehen. Es dämmerte und da war ein fahler Schemen vor mir, wie ein Nebel. Ich bin näher ran und der Nebel wurde dichter und es kam so etwas wie ein Gesicht hervor. Was hast du gemacht? Was glaubst du denn, mein Hübscher? Dass ich warte, bis sich die Erscheinung in ganzer Pracht zeigt? Ich bin zum Dorf gerannt und habe erzählt, was ich gesehen habe. Verstehe. Sie ist dir also in der Dämmerung erschienen. Ein wichtiger Hinweis, danke. Pass auf dich auf. Durchsuch die nahen Felder mit deinem Hexersinn. Oh, guck mal. Süße kleine Bäuerin.
Und müde ist sie auch noch. Soll ich dich aufwecken? Irgendwas Interessantes hier vorne noch? Nö. Machen wir uns auf den Weg zu den Feldern. Was knattert hier so? Sind wir hier an der Front? Flashback! Gerald erinnert sich an den Zweiten Weltkrieg. Hier ist eine Frau entlang gekommen. Barfuß. Ein Stück Stoff, vielleicht von einem Kleid, ist am Unterholz hängen geblieben. Offenbar ist sie gerannt. Deswegen hat sie sich wohl das Kleid zerrissen. Wurde sie verfolgt? Ach, darunter. Scheinen Wölfe auf dem Weg zu sein. Sie ist dem Verfolger nicht entkommen. Er hat sie erstochen oder ihr die Kehle aufgeschlitzt. Seltsam. Er hat das Messer zurückgelassen. Es ist noch Blut daran. Das könnte nützlich sein. Hier hat er die Leiche entlang geschleift. Die Spur ist deutlich. Assassinenmesser, aha. Also der Geist sucht uns heim hier wieder. Er hat sie den ganzen Weg bis zum Wald geschleift und hier vergraben. Flaches Grab. Muss in Eile gewesen sein. Da ragt doch was raus. Ein Brief? Brief aus einem Grab. Mal gucken, was da drin für Informationen sind für uns. Obwohl ich ihm gesagt habe, dass ich nichts mit ihm zu tun haben will. Ich weiß, dass du keine Angst vor Bokhai hast, aber ich fürchte ihn. Er sagt, dass er mich liebt. Doch das ist keine Liebe wie meine zu dir, sondern eine wilde, beängstigende Sorte. Entschuldigung. Bokhai wird uns niemals in Ruhe lassen. Wir müssen fliehen. Leg deine Antwort an den üblichen Ort. Deine Zula. Offenbar hat ein verschmähter Liebhaber die Frau getötet. Eine Nachterscheinung. Der Ältere hat das Mädchen offenbar gekannt. Ich sollte ihn fragen. Ja, und ich kann schon mal im Bestarium gucken, was ich letztendlich brauche, um die auszuschalten. Hanna aus den Wäldern. Sie erzeugen Abbilder von sich selbst, die ihnen beistehen und den Gegner verwirren. Zudem können sie körperlos sein und kein Streich kann ihnen etwas anhaben. Am besten legt man mit Ydrin eine Falle und setzt unverzüglich mit Igni nach. Man sollte nicht mitten in der Nacht gegen sie kämpfen, wenn der Mond am Himmel steht. Upsala. Aus Versehen Donnertrank genommen. Ach, macht jetzt auch nichts mehr. Da ist wieder die Bäuerin, die mir gefällt. Angeblich kommt kein Monster in deine Nähe, wenn du alle Öffnungen mit Knoblauch zustopfst. Glaubst du, dass das stimmt? Ja, genau. Alle Öffnungen mit Knoblauch zustopfen. Wenn unsere guten Helfer in der Wildnis nicht das Sagen hätten, wären wir längst verhungert. Sei gegrüßt. Was willst du? Zula und Bokhai. Hast du die gekannt? Sie müssen in diesem Dorf gelebt haben. Gute Götter, das weißt du? Ist das Hexerei? Die sind beide verschwunden, einfach so. Wir haben sie seit einer Woche nicht mehr gesehen. Ich fand das Grab des Mädchens und einen Brief. Es ist klar, dass sie Bokhai zurückgewiesen hat, weil sie einen anderen liebte. Zula und Ontan, ja. Wir dachten, sie wären nach Norden geflohen, um glücklich zu werden. Bokhai ist auch zu dieser Zeit verschwunden. Soll das heißen, dass unsere Zula die Erscheinung ist? Das kann doch nicht sein. Die war so ein gutes Mädchen und so hübsch. Weißt du, wo sie sich getroffen haben? Na, genau weiß ich es nicht, aber die Jungen treffen sich meistens auf der Lichtung hinter den Feldern westlich des Dorfs. Zula, gütige Götter. Ist also dieser Weiße? Diesen Fluch kann ich nicht brechen.
Ich muss die Erscheinung vertreiben. Wenn ich sie eine Weile lang an einen Ort binden kann, habe ich eine Chance. So ist das. Mal kurz im Inventar gucken. Wir haben doch bestimmt schon eine Flüssigkeit hergestellt, die gegen Geister wirkt. Nö, oder? Gegen Bestien, Verfluchte, Nekrophagen. Nekrophagen sind ja Untote, ne? Das ist ja sie nicht, oder? Sie gehört echt zu der Gruppe der Geister. Was sagt meine Alchemie an sich? Entlässt beim Detonieren eine Giftwolke. Können wir eben herstellen, weil wir es noch nicht haben. Hebt eigene Vergiftungen sowie die Effekte anderer Tränke vollständig auf. Ach, da haben wir es doch, das Geisteröl. Insektenöl, wo ist es? Da, Geisteröl. Verwend das mal mit einem Schwert, danke. Und dann kommt noch dazu... Ich meditiere mal eben kurz. Damit meine alkoholischen... Ach, meine Schwalbe und Donner wieder voll sind. Da wollten die Wölfe mich schon angreifen. Eine Nachterscheinung wird tagsüber nicht auftauchen. Genau deshalb werden wir bis zur Dämmerung meditieren. Eine Nachterscheinung wird tagsüber nicht... Och, Menno. Ich will aber nicht mit, um Mitternacht mit der kämpfen. Da ist die. Scheiße. Au, boah. Okay. Komm noch her. Oh oh.
Weg, weg, weg! Na komm schon! Nein! Der packt die mich einfach frontal einfach mal so an. Gibt's irgendwas, was ich noch gegen die einsetzen kann? Irgendwas wechseln wird wahrscheinlich nichts bringen. Also wir brauchen ja die magische Falle. Komm schon, komm, nee. Na toll. Vorsicht. Die kommen nicht durch meine direkte Verteidigung so durch. Komm her, ihr Schlampen. Greif mich doch ruhig an. Mein Block ist stärker als du. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Bleib einfach hier stehen, Geralt. Komm schon, komm näher. Lass ihn nochmal angreifen. So, regenerieren wir noch mal ein bisschen. Hanna, komm her. Jetzt bist du dran. Noch ein Schlag. Oh, endlich. Ein vergessenes Schwert. Was? Die zerschneide ich nicht? Naja, macht nichts. Gucken wir einfach, was uns die bringt. Bonuserfahrung von Humanoiden. Vergessenes Schwert der Vranz. Stahlwaffe sogar. Plus 22 Schaden, aber 69% nur fit. Ja, wir haben nichts, was wir da reinmachen könnten gerade. Egal, Hauptsache wir haben Hanna getötet. Kurz noch meditieren. Und dann holen wir mal unsere Belohnung. Dum 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 dum. Ich muss sagen, dass Geister bis jetzt für mich die dämlichsten Gegner sind. Also nicht, dass die dumm sind oder so, sondern ich finde die echt ätzend für den Kampf. Okay, jetzt war es natürlich ganz gut. Ich habe jetzt rausgefunden, dass ich nicht mit der Falle arbeite. Und dann... lass mich mal hier durch die Ecke durch.
und dann den Block viel nutze, dass die Geister da nicht durchkommen. Also die Nachterscheidung jetzt zum Beispiel gerade. Ich kann die halt wegblocken mit dem Schwert. Da ist das nicht mehr so schwer. Aber wenn die mich mal trifft, ey, direkt ein Drittel der Energie weg. Sei gegrüßt. Was willst du? Hanna aus den Wäldern ist fort. Ich habe sie besiegt. Puh. Und sie kommt auch nicht wieder? Nein. Ich weiß, wie man Nachterscheinungen endgültig los wird. Ja, natürlich. Deine Belohnung, wie vereinbart. Vielen Dank dir, Meister Hexer. Leb wohl. Überhaupt nicht. Lass mich in Ruhe, nachdem ich dir geholfen habe. Du bist ja eine abgebrühte Sau. Der Steinkreis auf der Reuteninsel. Ciris Zimmer. Hatte ich letztes Mal wieder vergessen, das zu untersuchen. Ne? Wir sind auf die Burg gekommen und haben nichts gemacht. Boah, es gibt so viel zu tun. Und wir werden jetzt einfach die Familienangelegenheiten weiterführen, der Hauptquest. Weil sonst kriege ich echt langsam ein EP-Problem. Also nicht EP-Problem, sondern, Ich werde dir nie vergessen, was du für uns getan hast. Beweg dich! Ja, ich bin ja auch ein guter Hexer. Ach, bevor ich jetzt da bis da zum Arsch der Welt reite. Wir sind da bestimmt, Ochsenfuhr, das war auch ganz da rechts oben. Dann können wir auch direkt von den Geigenhügeln aus dahin. Boah, das Gebiet ist echt so groß. Ist das vielleicht schon die... Ich gehe mal da hin. Ich glaube, da waren Banditen. Wir sind da schon mal vorbeigelaufen. Ach, guck mal. Das bist du hässlich. Sind ja auch nur billige Wildhunde gewesen. Aber Kleinvieh macht ja auch Mist. Jetzt gehen wir in die Richtung. Oh, mein Schwert leuchtet grün. Ich mag grün. Verdammter Ziegenficker. Schade, ich hätte auch mit dem reden können. Da läuft er einfach weg. Ach, herrlich. Ach, da ist eine Höhle? Naja, als ich seinen Freund zerstückelt habe, wollte er wahrscheinlich nicht mehr mit mir reden. Eine verschüttete Höhle. Habe ich dich. Jetzt gibt's noch einen von euch. Komm her. Ist er nicht, der hängt da an der Wand. Das war's. Erstmal.
Weil die Leute hat es hier vorne ja auch erwischt. Also gucken wir mal, was alles in der Höhle ist. Beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Witcher 3 mit Geralt und dem Doc. Bis dahin, ciao.